Torschütze mit der 24, Rock Tika. Und die Assistentin mit der 25, Daniel Stolz. Und die 9 für den Briefers. Thank you.
was wir können. Hat man heute auch wieder gesehen. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan. Aber wir sind froh, dass wir die 3 Punkte haben und jetzt fahren wir am Dienstag nach Berlin. Wie groß ist die Freude speziell für dich? Du hast lange nicht getroffen. Ja, natürlich ist die Freude groß, aber wir haben das Spiel gewonnen, das zählt für mich mehr. Aber im Endeffekt ist es schon eine große Erleichterung. Ja, auch verschiedene Medien hatten dann nochmal, so bricht auch jetzt im WDR nochmal, du wirktest gehemmt oder sowas. Wie hast du dich so gefühlt? Oder wie siehst du das anders? Fand ich gar nicht. Ich fand eigentlich, dass ich gut gespielt habe, also dass unsere Reihe gut harmoniert hat. Wir hatten viele Chancen. Also jetzt allgemein, also heute auch in der Vergangenheit, ja. Und ich meine, es sind immer die Medien, die das irgendwie raustreten, aber vom Coach hatte ich gutes Feedback und ich meine, man muss ja nicht immer Tore schießen, sondern es ist wichtig, dass die Mannschaft gewinnt und das steht für mich an erster Stelle. Ja. Wie hast du die Verletzung von Bobby Göffert mitgekriegt? Ich glaube, der hat einen Schuss abbekommen gegen den Hals. Ne? Ja. Ja, ist scheiße, aber wenn man sich ins Tor stellt, dann sollte man sich bewusst sein, dass man eventuell einen Puck abbekommt, aber ich wünsche ihm gute Besserung und dass er schnell wieder für die Mannschaft da ist. Habt ihr denn das auch mitgekriegt, dass er hier quasi noch eine Notbehandlung hier direkt neben dem Eis stattgefunden hat, oder kriegt man das gar nicht mit, wenn das Spiel so also das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass der Stadionsprecher gesagt hat, dass er ins Krankenhaus gekommen ist, aber ansonsten kriegt man davon nichts mit. Das ist alles, also dafür hat man auch gar keine Zeit dann auf dem Eis. Alles klar, danke dir. Gut, bitte. Mach's gut. Ciao. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Derby-Sieg Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG. Wie groß ist da die Freude? Ist es ein besonderer Sieg oder ist es ein Derby wie jedes andere auch? Ja, erstmal ist es ein Sieg. Natürlich haben die Spiele mit der DEG immer eine besondere Brisanz. Das war auch heute wieder so. Das war eine ganz enge Angelegenheit. Wir haben im Endeffekt mit dem letzten Überzahl das Spiel entscheiden können für uns. Aber ansonsten, wie gesagt, die DEG verteidigt das ganze Spiel über und lauert auf ihre Chancen. Und die haben in den letzten, die einzigen zwei Mannschaften, die sie geschlagen haben in den letzten 8 Spielen, waren Nürnberg und Berlin. Ähnliche Auslegung wie wir. Und da mobilisieren die natürlich besondere Kräfte. Und dann nochmal legt gegen Köln nochmal einen drauf. Und wie gesagt, es war ein gutes Spiel, aber wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Marcel Müller hat nach längerer Zeit wieder getroffen. Er sagte eben nach dem Spiel, er hätte vom Trainer mal ein positives Feedback bekommen. Trotzdem, wie groß ist da auch die Freude auch für ihn jetzt aus Sicht des Trainers? Ja, als Stürmer willst du Tore schießen. Und wenn du längere Zeit keins geschossen hast, dann bauen die meisten Spieler Druck auf sich auf. Und das ist dann halt ganz gut, wenn dann mal eins fällt und Druck fällt wieder etwas von den Schultern ab. Aber insgesamt, ich glaube, wir haben als Mannschaft heute gewonnen. Aber wir haben noch einige Luft nach oben. Im Moment sind wir nicht in guter Form. Das war jetzt auch, hattet ihr zwischendurch immer wieder Probleme. Vom Leistungsniveau her der Mannschaften seid ihr denen ja eigentlich grundsätzlich deutlich überlegen, oder? Ja, aber die spielen eine Art von Eishockey, die wir nicht oft sehen. Und die ist auch nicht einfach zu simulieren. Und willst du eine ganze Woche dich einstellen auf die Düsseldorfer EG, weil der eine Mannschaft ist, die so spielt. Und wir tun uns das schwer. Aber wir sind nicht die einzige Mannschaft, die sich das schwer tut. Wie gesagt, heute haben wir es dann, ich glaube, für 10 Minuten im zweiten Drittel haben wir es so gemacht, wie wir es haben wollten. Und den Rest des Spiels haben wir uns durchgekämpft. Noch eine kurze Frage zu Göffert. Wie sieht der Trainer der Kölner Haie, wie hat er die Situation gesehen? Ja, ich habe nur den Schuss gesehen, aber das ist natürlich, das geht ja schnell. Und wenn die Scheibe genau auf den Kehlkopf trifft und der Schutz nicht an der Stelle ist, wo er sein sollte, dann kann es Verletzungen geben. Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Niemand will es sehen. Und Eishockey, wir sind ja immer noch eine Familie. Also das heißt, letzten Informationen sind, dass es ihm gut geht und alles ist okay. Weil die Lippen sind mal zwischenzeitlich blau angelaufen. Würdest du denn sagen, ist der Torhüter trotzdem ausreichend geschützt? Normalerweise schon. Weil die bekommen viele Schüsse auf sich drauf. Jeden Tag. Und wenn du Torhüter in Düsseldorf bist, kriegst du noch mal ein paar mehr. Und sowas ist schon ein Unfall. Alles klar, danke. Okay. Nö, ist wie immer ein Derby-Sieg, ist ein Spiel wie jedes andere auch. Leider hat es heute ein bisschen länger gedauert, bis wir das Spiel entschieden hatten, aber glücklich, dass wir gewonnen haben. Ihr habt euch lange Zeit schwer getan, obwohl ihr eigentlich ja, sage ich jetzt mal, vom Leistungsniveau her der DEG deutlich überlegen seid. Kannst du das festmachen? Wir schießen jetzt nicht die Tore, die wir eigentlich schießen wollen.
Wir haben viel Scheibenbesitz, haben auch viele Chancen, aber zurzeit kriegen wir die Dinge einfach nicht rein. Und so wird es halt für uns auch immer ein bisschen schwierig. Wenn wir dann in Konter reinlaufen, dann muss man wieder hinterherlaufen. Und das ist halt mit der Zeit nicht gerade angenehm. Alles klar, das war's schon. Danke dir. Das war eine verdammt knappe Niederlage zum Schluss. Was war dann letztlich die entscheidende Situation? War es das doppelte Überzahl dann? Ja gut, es war natürlich dann die Entscheidung, die letzten Minuten bei 3 gegen 5, 4 gegen 5, da kann natürlich immer so ein Tor passieren. Weil ich dachte, 5 gegen 5, dass wir das Unentschieden über die Zeit bringen. Also da war ich mir relativ sicher. Und wir hatten auch immer wieder ganz gefährliche Gegenangriffe. Ja, über Rome, über Fischbuch, Breibisch, die auch sehr schnell sind. Deswegen tut es weh, dass wir heute keine Punkte geholt haben. Aber ein Riesenkompliment an die Mannschaft, an die Rumpftruppe, dass sie überhaupt Köln so lange Parole bieten konnte. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wenn man das allgemeine Leistungsteam oder die Leistung beider Mannschaften vom Status oder von der Mannschaftsaufstellung sieht, ist ja Köln normalerweise doch deutlich überlegen. Trotzdem konntet ihr ihnen lange über Paroli bieten. Uwe Krupp sagte, ihr würdet ein System spielen, was sonst keiner in der DEL spielt. Könnt ihr das System einmal beschreiben? Was macht euch so anders? Ja, das ist, es muss ja auch gestartet sein, vielleicht ein anderes System auch spielen zu dürfen. Ich weiß nicht, was so eine Aussage soll. Das wurde auch, zum Beispiel letztes Jahr sind die Russen Weltmeister geworden in Schweden und haben ein sehr defensives System gespielt. Es gibt genügend NHL-Mannschaften, die ein defensives System spielen. Wir sind eine Rumpftruppe, wir sind qualitativ, dürften wir normalerweise 0,0 Chancen haben in so einem Spiel. Und jetzt müssen wir eben Wege finden, wie können wir Parole bieten. Und das, auf sowas ist das aufgebaut. Das heißt, dem Gegner Räume zu lassen, ist natürlich fatal. Also Räume eng machen, kompakt zu stehen, das ist unsere momentane Zielsetzung. Und so haben wir in Nürnberg gewonnen, so haben wir in Köln gewonnen, so haben wir in München gewonnen, so haben wir in Berlin letzte Woche gewonnen. Ich denke, wenn wir aufmachen, wir haben einmal in dem Jahr mehr Schüsse als der Gegner, das war in Augsburg, da haben wir sehr offen gespielt, da haben wir 6-2 verloren. Da gehört schon auch dann eine Qualität auch dazu, ja? Auf einen großen Raum zu verteidigen und früher zu stören und Lücken zu schließen. In der 30. Minute ist eine dramatische Szene auf dem Eis passiert. Wie hat es der Trainer der Düsseldorfer EG gesehen? Ja, war die erste Gefahr war natürlich, dass es schlimmer ist, ja, weil die Ärzte sofort angedeutet haben, es war auf der Kippe. Und ich habe gerade gesehen, der Bob ist gerade vom Krankenhaus zurückgekommen und Gott sei Dank. Es bestand zwischenzeitlich sogar Lebensgefahr. Spricht man dann in der zweiten Drittelpause sogar darüber innerhalb der Mannschaft oder von Seiten des Trainers? Ja gut, es kam dann Gott sei Dank die Aussage, dass eben der Bobby außer Lebensgefahr ist. Und da haben wir natürlich durchgeschnauft. Ja. Aber dann geht es natürlich auch schon wieder weiter in dem Geschäft. Und, ja. Benny kam ins Tor, Juniorentorwart. Aber der ist jetzt auch schon ein paar Wochen bei uns im Training und ist ein ruhiger Junge, der hat die Sache sehr, sehr gut auch gemacht. Alles klar, vielen Dank. Can you tell us some information about? No, just the shot came and I turned my head and it caught me in the throat area. Throat and the swelling and it was tough to breathe, tough to swallow, and Olfie and everyone, they acted fast, got me on medicine to keep the swelling down, and everything's okay, just a bruise, just the swelling should go away with the medicine I'm on and I should be okay. What do you think? What were your first impressions then? Do you remember anything? Yeah. I remember the play. It was a pass out and shot. Just it came up. It was my own fault for turning my head. I should have just took it on the chin. But sometimes your instincts to turn away, and that's what kind of got me in a weird area. And I think I'll be wearing that clear thing from now on. So. Yeah. Maybe it's better. The doctor said your lips were blue when you came off the ice. Yeah, I guess. So no air for you at that moment? No, I guess no, it was tough to breathe. It was tough to breathe. It was tough to swallow. It happened really fast. Where like it caught me on the bone and then it came up to the windpipe area. So I'm a little sore, a little achy, but
Yeah, it's nothing serious. It should be okay. Yeah. But what me impressed the most is your wife stood next to you when you. She's great. So yeah, I know. I just I'm happy my mom wasn't here. She'd freak out. You know, Angie's really tough. My mom's she gets worried every time I get bumped into, let alone stay down. So, but yeah, no, everything's okay, and I should be ready hopefully for Tuesday. The protection is not enough, says the doctor, for a goalkeeper. You have a special protection, not the normal thing. Yeah. Do you think maybe to do it in another way in the future? Yeah, I'm gonna start wearing something a little bit more protective around the neck area. What do the doctors say from now on, the next day, 2 days? What do you have to do now? Just ice it and just keep an eye. They gave me medicine to keep the swelling swelling down. Ice it and just it's gonna be sore. It's gonna be tough, but it's. There's nothing else you can do besides ice and wait. And not to talk too much. Good luck with that. Thank you very much. All right, thanks. Good luck. Thanks.